Das Ding. Nee. Hi, ich bin Hannes, ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht, in der Zwischenzeit studiere ich und ich bin, seit ich 10 bin, Sänger von Kissin' Dynamite. Hey Brother. Hi Hannes. How's it going? Hier liegen die Wurzeln von Kissin' Dynamite. Jahrelang hier geprobt. Wow. Die Tatsache, dass wir heute Rockmusik machen, die haben wir schon unseren Eltern zu verdanken. Mein Vater, eingefleischter AC/DC-Fan, hat uns damals mit aufs Konzert genommen. Wir waren einfach so fasziniert von diesem Erlebnis und sind heimgekommen und haben meinen Vater gepiesackt, er möge uns doch jetzt Gitarren und Gesangsstunden zahlen und wir wollten unbedingt Musik machen. Wir sind wie alle anderen in unserem Alter auch von Montag bis Freitag in die Schule gegangen. Und während die anderen dann aber am Wochenende zu Hause waren, waren wir eigentlich ständig auf Achse, waren wir jedes Wochenende. Und zwar auf Biker-Treffen und richtig krassen Biker-Partys. Wir standen auf der Bühne mit 10, 11 Jahren. Und vor der Bühne standen die alten Säcke mit einer Bikerkutte und die richtig harten, schweren Jungs. Und die haben die Musik abgefeiert. Da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern an unsere ersten Fernsehauftritte. Ich bin jetzt 13 Jahre alt und als wir die Band gründeten, war ich 9. Infolgedessen gibt es uns jetzt schon seit 4 Jahren. Das war zum einen bei Super RTL im Togo TV, das war, glaube ich, sogar der allererste. Und dann ein Jahr oder zwei Jahre später im Tiger Enten Club. Also meine Star Search Teilnahme damals, 2004 war das, schadet unserem Image heute eigentlich gar nicht. Also da merke ich nichts. Die Mädels finden das süß. Die sagen, oh, warst du putzig damals, immer so klein. Und ich habe eben damals auch schon diese Rocksongs gesungen. Von AC/DC, You Shook Me All Night Long, von Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Hinter der Kulisse haben sie einen schon ein bisschen gedrängt. Ach, sing doch mal heutige Popsongs. Und ich war damals schon ein kleiner Rebell und wollte das einfach nicht. Wir haben ein Showcase gespielt in Berlin. Das war von der EMI praktisch veranstaltet. Die anderen Bands, ich glaube 4 andere waren es, die waren alle älter als wir und hatten schon ihre eigenen Songs. Die waren da also war das komplett Konzept fertig. Eigentlich schon stimmig, ne? Ja. Und wir haben eben Coversongs gespielt, gerade von Bands wie AC/DC, von Iron Maiden. Und das hat den Leuten gefallen. Und am nächsten Tag im Hotel stand dann die Plattentante von der EMI vor uns und sagte, Jungs, ich will euch sein. Und wir haben auch, was ganz wichtig ist, unser Abitur fertig gemacht, trotz der Zeit mit der EMI. Da waren wir ja alle noch in der 10., maximal in der 10. Klasse. Im Endeffekt sehe ich es heute als eine sehr gute Erfahrung, so früh schon gesigned zu werden und auch bei einer Major-Plattenfirma, weil wir so gleich ganz jung und schon von Anfang an den richtigen Blick ins Musikbusiness gekriegt haben. Nicht nur die Glamour-Fraktion und alles ist toll und wir machen jetzt eine Platte und dann sind wir Stars. Sondern einfach die harte Arbeit und den Kampf eigentlich überhaupt gehört zu werden. When rock was a dark horse, the role was on hand. A brand new species would conquer the place. Shot, rocked, shook, the musical band. Das war für 3 Jahre unser Proberaum und der erste Proberaum. Wir hatten damals die Wahl zwischen einem wohlbeheizten Proberaum mit schönen klimatischen Verhältnissen
und eben diesem Drecksloch hier. Und wir wollten das einfach für uns haben, weil wir dadurch abgehärtet wurden. Und wir wollten Biss kriegen für das Musikbusiness. Wir wollten Dreck fressen und wir haben Dreck gefressen, definitiv. Und man muss aber auch dazu sagen, wenn du es schaffst, hier drin gut zu klingen, dann klingst du draußen überall gut. Siehst jemanden zum ersten Mal und machst dir in den ersten paar Sekunden ein Bild über die Persönlichkeit. Und das kann man eben ganz genau bei den Leuten beobachten, die uns nicht kennen und die uns noch nie gesehen haben. Die reagieren immer erstmal so mit Verwunderung oder sind sehr erstaunt und mitunter vielleicht auch etwas verängstigt. Die stärkste Waffe von Kiss & Dynamite ist die Fähigkeit zu polarisieren. Wenn aber die einen das total geil finden und voll dahinter stehen und die anderen finden es mega scheiße und sagen, ach, die schwuchteln schon wieder, die sehen doch alle aus wie Tunden. Das ist gut für uns, das ist super, weil dann reden die Leute über uns. Ja, wir sind jetzt hier im neuen Proberaum. Ein neues Album haben wir auch am Start, das heißt Money, Sex & Power. Und wir sind natürlich hier jetzt, um die neue Tour einzuproben. Wenn du auf der Bühne stehst und hast vor dir nur noch ein Händemeer, die Leute klatschen alle im Takt oder singen deine Songs mit, die kennen die Texte in- und auswendig und du hörst dich selber nicht mehr, du hörst nur noch die Leute. Das verursacht bei mir immer noch Gänsehaut und dafür lohnt es sich wirklich Musiker zu sein und Live-Musiker zu sein. Dafür lebe ich und dafür leben wir. Das Ding.de